Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Subnautica. In der letzten Folge haben wir viel erforscht, wir haben die Modifizierungsstationen gebaut und einiges Cooles erforscht. Ich habe mein Messer verloren, aber haha, ich habe ja ein neues gemacht. Ich habe echt nochmal 20 Minuten danach gesucht und ich muss scheinbar was essen. Ich habe 20 Minuten nachgesucht und es nicht gefunden. Das war echt schrecklich, weil das in diesem großen roten Farn ist. Und meine Güte, sind die Dinger gerade laut. Als erstes wollte ich heute machen, wir wollten, genau hier, die Fahrzeugerweiterungskonsole bauen. Das Spiel ist gerade extrem laut. So, besser. Schade, die kann ich nicht. Ah doch, kann ich. Warum ist die Wand mit angestrahlt? Wo muss ich das hinbauen? Kann ich das? Okay, das ist, die Wand da hinten sieht halt extrem falsch aus. Okay, scheinbar doch. Okay, dachte ich mir doch, hatte ich wohl doch gleich den richtigen Riecher. So, also. Ja. Hier wolltest du doch gerade hin. Da. Es sieht halt extrem falsch aus. Ich kann es ja abbauen im Notfall. Ah. Oh. Darum. Cool. Hier ist auch noch ein Fabrikator drin. Universal. Oh Gott. Ja, das hier rum. Was haben wir hier alles für Teile? Maschineneffizienzmodul, Frachtmodul. Ah, die hatten wir uns mal angeguckt, genau. Das Sonar. Seemottensonar wäre praktisch. Hm. Für den Krebs noch einiges an Torpedos. Das ist schon cool. Und was haben wir dann hier? Oh, ich kann sie färben. Oh, wie wunderschön. Oh. Was wollen wir für eine Seemotte haben? Eine rote, eine blaue. Lila ist ganz schön. Wo bin ich Lila, ne? Ach, der Name. Ah, die Farbe des Namens. Oh, das ist ja sehr cool. So das Interieur kann ich machen. Das Interieur hat ein sehr schönes Gelb. Und die Streifen. Ah Gott, das sieht schrecklich aus. Oh, obwohl. Wie cool, wir können die Seemotte färben. Das habe ich jetzt nicht erwartet, aber nett. Das ist ziemlich cool. Ansonsten werden wir heute uns ein wenig umgucken in den anderen Gebieten, die wir noch nie erforscht haben. Das heißt, ich werde mich trauen und tiefer gehen. Ist hier noch genug drin? Ja. Aber erstmal werde ich wahrscheinlich schlafen gehen, denn es ist dunkel und ich hasse es, dunkel zu spielen. Gute Nacht. Und guten Morgen. Schön. Jetzt so eine Tasse Kaffee und der Tag kann starten. Zum Glück muss ich nicht weg, muss ich nicht hier bleiben bei der Kaffeemaschine. Logic. Da ist unsere schicke neue Seemotte. Es ist schon sehr hübsch. Wo ist mein Kaffee? Der sollte jetzt eigentlich langsam fertig werden. Ich habe so viel Kupfer dabei. Oh Gott. Was lasse ich mal hier? Kupfer ist halt extrem selten und extrem bescheuert zu farmen tatsächlich. Ein bisschen Wasser sollte ich mitnehmen, falls ich weiter weg will. Ich habe vor der Folge extra viel gegrindet, damit ich, ja, viel Wasser habe. Das ist ganz praktisch. Also drei Flaschen. Okay, mein Kaffee bleibt wohl im Zimmer. Letztes Mal ist er mir noch hinterher gespawnt worden. Gut, dann steigen wir mal in die Seemotte. Oh Gott, das sieht wunderschön aus. Und wir werden noch einmal das machen, was wir am Ende der letzten Folge machen wollten. Und zwar werden wir das... Ich habe vergessen, wie das Messer heißt. Das heiße Ding hier testen. Oh Gott, ich habe glaube ich schon einen getroffen gerade. Bist du gekocht? Ja, er ist... Ja, ey! Die wollten ihn wegfressen. Weg. Wollten die einfach den Fisch fressen? Okay, nett. Aber wir müssen nie wieder zurück zum Essen. Wartet ja eh keiner auf uns. So, da noch ein. Und sie bringt ja sogar ein bisschen Wasser zurück. Ja, das ist sehr cool. Gut, dann gehen wir mal wieder in unsere lila Seemotte rein. Ich habe übrigens letztens überlegt, es wäre super cool, wenn dieses Spiel einen Multiplayer hätte. Das würde so einiges verändern. Hat man halt gemeinsam Angst. So, diesen Spalt wollte ich mir mal angucken, genau. Weil es hier unten ein Biom gibt, das ich so noch nicht erkundet habe. Sah für mich halt immer viel zu gefährlich aus, tatsächlich. Oh, und eine Sache noch.
Die kann ich noch im PDA anzeigen lassen. Ich habe Koordinaten bekommen von einem Überlebenden Aurora, vielleicht? Nee, das sind wirklich die Überlebenden. Und ich habe gerade irgendwas gehört, was ich nicht gutheißen kann. Auf jeden Fall gibt es noch eine Kapsel, die wir finden können. Die wir dann auch suchen werden. Was ist das Rotes hier? Das sieht aus wie ein Ei. Das will ich nicht haben. Kann ich hier nichts mit anfangen? Es sieht allgemein alles in Subnautica sehr gefährlich aus, wenn man runtergeht. Aber bei einigen Dingen bin ich mir echt nicht sicher, ob man da hin soll, muss oder so könnte. Sind das Säurepilze? Die sind so weiß. Tiefenpilz. Okay, die kenne ich noch nicht. Near Blueprint? Warum denn Blueprint? Wenn ich etwas Neues zum Bauen bekomme, einfach nur weil ich diesen Pilz gesammelt habe, bin ich jetzt baff. So, noch einmal gescannt. Und weiter. Das wäre ja praktisch. Da sind Rubine, davon habe ich tatsächlich aber schon einige. Die brauche ich gerade nicht. Oh, wir sind auf 250 Meter. Sehr viel tiefer kann ich gar nicht. Dann müssten wir uns nochmal das Modul bauen. Das wäre cool. Dann könnten wir richtig, richtig tief. Und was zur Hölle ist das? Okay, schade. Tiefer kann ich aber tatsächlich nicht. Aber ich glaube, so tief waren wir tatsächlich noch nicht. Da leuchtet was grün. Da ist Quarz. Aber das eigentliche Material meiner Begierde ist ja eigentlich immer noch Magnetit. Das wäre schön, wenn ich das finden würde irgendwann. Dann könnte ich so viel bauen. Wir werden sogar an einer anderen Stelle mal umgucken. Denn da kann ich nicht mehr weiter. Wir werden einfach mal hier etwas lang schwimmen und gucken, was wir finden. Guck mal, das hier ist schon flacher. Ich habe, glaube ich, auch jetzt schon die Orientierung ein bisschen verloren. Das Dumme ist nur, wir dürfen nicht zu nah an die Aurora ran, weil ich glaube, ich habe meinen Strahlenschutzanzug nicht an. Ah, ich habe den Helm mit. Okay, alles supi. Dann ist ja alles okay. Dann können wir hin, wo wir wollen. Naja, dahin, wohin ich mich traue. Das ist eine Höhle. Eine große sogar. Ah, okay, wir gehen mal rein. Heute sind wir mutig. So, es gibt ja auch solche Tage, wo man mutig ist. Oh, das ist echt tief und dunkel. Und irgendwie gibt es hier nichts. Da. Solche Steine haben wir schon mal gesehen. Okay, ich werde hier mal rausgehen. Geisterhände. Augen. Geisterhände kann ich sogar scannen. Gönne ich mir doch mal. Das ist jetzt interessant, warum hier diese Steine sind. Ist hier noch ein Portal oder so? Mal sehen. Ich hoffe nur, ich sterbe nicht. Das wäre schön. Ah, da habe ich meine geologische Karte. Das sind einige Tunnel hier. Und hier ist sogar eine verschlossene Tür. Oh, hier bräuchte ich eine Tafel. Okay, hier könnte ich eine Tafel mitnehmen. Was? Was ist das? Okay, Leute. Ich glaube, hier werden wir nochmal zurückkommen mit einer Tafel. Ich hätte jetzt am liebsten eine Boje dabei, um mir das irgendwie zu markieren. Aber das müssen wir uns dann einfach merken. Oh, das ist interessant. Hätte nicht gedacht, dass wir jetzt so schnell sowas Interessantes finden. Ich dachte, wir dümpeln jetzt einfach ein bisschen rum. So. Wahrscheinlich wäre dieses eine Modul für die Seemotte auch noch sehr praktisch, dass es mir Höhlen anzeigt. Würde ich mich nie mehr verlaufen. Okay, wir gucken mal eben. Wir sind auf Tiefe 220 und wir gucken in Richtung Norden, also im Süden, 600 Meter im Süden von der Basis entfernt. Ob wir das nochmal wiederfinden? Oh, hier ist ein riesiges Teil von der Aurora. Ich hätte mich vielleicht schon früher weiter raustrauen sollen. Ah, da schon. Schubkanone. Vielleicht finden wir was Interessantes hier. Es ist nur so aasig dunkel. Ich müsste erstmal einen Eingang finden. Nee. Auch nicht.
Das könnte aufgehen, ich weiß es nicht. Nein, okay. Aha. Oh Gott. Diese, ich dachte mir so, okay, ich bin am Boden sicher. Okay, und jetzt sagt mir das System so, ja, die zerstörten Pflanzen deuten auf eine riesige Lebensform hin, die alles hier zerstört. Toll, danke. Ich hatte mich gerade noch sicher gefühlt. Wo ist der Eingang zu dem Ding? Aber vor allem, was ist das? Hier geht's rein. Okay, da will ich mal reinschwimmen. Und gucken, was wir finden. Ah doch, es sind Räume. Ich dachte schon. Zyklop-Rumfragment. Oh, Zyklop-Fragmente. Ja. Please. Okay, 3 Stück brauchen wir davon. Hm. Wäre auch zu einfach. Das? Eine Krebsschubkanone? Okay. Das ist was anderes. Das dauert auch lange. Okay, davon brauchen wir 2. Eine Datenbox. Zyklop-Trockendock-Reparaturmodul. Oh Gott, was finden wir denn alles hier? Das Spiel ist einfach so unglaublich groß. Ich kann halt echt nicht einschätzen, wie lange das noch dauert, das Let's Play. Oder allgemein. Ich kriege jetzt wahrscheinlich wieder Schaden oder werde angeschrien. Ja. Das klingt immer so, als würde ich mir irgendwas brechen. Okay. Ah, guck mal hier. Hier ist das zweite Teil. Ich würde aber gerne noch mehr Teile für die Zyklop finden. Mit der Zyklop kommen wir wahrscheinlich richtig, richtig tief. Ah, da ist eins. Das sieht immer aus wie Müll. Okay. Eins noch vielleicht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie das die Zyklop aufgebaut war. Das sind, glaube ich, mehrere Teile, die ich finden muss. Also mehrere Schiffsteile, wovon ich Baupläne brauche. Okay, das Ding hätten wir. Ich möchte einmal in den Bauplänen gucken. Hä? Seit wann? Oh, Tiefenpilze machen Salzsäure. Das ist das der neue Blueprint. Und da haben wir auch Polyanilin. So. Dafür brauchen wir Gold und Salzsäure. Das brauche ich ja auch für einige Dinge. Ein Thermometer kann ich bauen. Warum finde ich das im Menü nie? Ich habe mir schon ein paar Mal überlegt, ein Thermometer gab es doch. Aber gut. Stimmt, das Stasengewehr könnten wir auch mal bauen, wenn wir Magnetit hätten. Und wo ist jetzt die Zyklop? Krebsschubkanone, das ist schön. Scannerraum Zyklop, hier, Zyklon. Ah ja, Zyklop-Brückenbauplan haben wir schon, Zyklop-Maschinenbauplan, Zyklop-Rumpfbauplan und Zyklop selbst. Irgendwie noch nicht. Das sind irgendwie noch... Vielleicht brauchen wir die 3 Teile für die ganze Zyklop. Wäre schön, wenn wir das andere Teil hier auch noch finden würden. Das Ding haben wir noch nicht untersucht, wir waren nur in einem anderen. Mal sehen, ob es hier doch irgendwo einen Eingang gibt. Oh, ich wäre so happy. Wenn ja das dritte Zyklopteil auch noch ist. Ach, hier. Hier. Ah, schön. Gut. Haben wir doch noch was zu erkunden. Und hoffentlich noch das dritte Teil zu finden. Was ist das hier? Schrott. Alles Schrott. Diese Boxen sind auch immer so seltsam unberührt. Alles Schrott. Sorry, falls euch schlecht wird. Die Drehung hier ist gerade... Ist es Zyklop-Rumfragment? Ja! Es ist das, was ich suche. Wie schön. Ja, wir können die Zyklop bauen. Oh mein Gott. Das war schön. Endlich. Immer dieses Glas, Schmierstoff, aber der Kabelsatz Blei, das ist gar nicht so teuer. Das ist wunderschön. Okay, hier haben wir noch eine Tür zum Aufschweißen. Da ist ein PDA. Was mir nicht angezeigt wird. Danke, Spiel. Achso, ist noch ein Rumpf. Brauche ich nicht mehr. Danke. Da wäre diese Tür. Gerade eben war doch aber noch irgendeine Leiter nach unten. Die würde ich gern zuerst erkunden. Und den Ausgang finden. Da. Okay, da ist der Ausgang. Den brauche ich. Hier war doch gerade noch so eine Leiter.
Ach, da. Genau. Oh Gott, das. I, Rohre. Nee, hier ist nichts. Oh, hier ging's. Wie konnte ich diesen Eingang übersehen? Ich war da unten die ganze Zeit rumgeschwommen und dachte mir, warum ist hier kein Eingang? Okay. Dann werden wir gleich nochmal zu den Rohren reingucken und dann müsste dieses Gebäude auch erledigt sein. Gebäude. Wrack. Es sei denn, die Tür, die ich hier gesehen habe, ist auch öffnungsbar? Wie heißt das Wort dazu? Da, die Tür. Nein, okay, die ist zu. Dann schneiden wir uns doch mal diese Tür. Das ist das falsche Gerät, glaube ich. Nein, ich habe keine Batterie da drin. Oh, wie dumm. Und da sind wir drin. Okay, hier wäre noch so eine Schubkanone. Genau, aber habe ich schon. Krebsfragment, okay, habe ich aber auch schon. Oh, hier ist noch eine Datenbox. Zyklop-Schildgenerator. Das sind richtig nette Erweiterungen. Krebsschubkanonenarm, das habe ich ja schon. Krebsschubkanonenarm. Okay, das sind alles nur dieselben Teile. Schade. Hier sind ein paar Spinte. Manchmal ist da was drin. Aber auch nicht immer. Oh, ein Bild. Okay. Gut, Luft reicht noch für ein bisschen erkunden. Ich habe immer Angst, dass ich irgendwas mini-kleines übersehe. Aber eigentlich ist das nie der Fall hier. Da ist die Datenbox, da ist die Tür, die ich aufgeschweißt habe. Das ist auch nichts. Und hier gibt es kein Signal. Sind die Module drin oder so? Nein. Schade. Hier ist noch eine Tür. Die ist aber zu. Okay, ich glaube, wir sollten rausschwimmen. Dann gucken wir uns auch am Boden um, weil da habe ich gar nicht geguckt. Und sind wir hiermit fertig tatsächlich. Ich habe mir überlegt, ob ich mir alles einfach mal markiere. Jedes Wrack. Dafür bräuchte ich nur extrem viele Signalbojen. Oh, Kernreaktor. Das ist cool. Wie viele Teile brauche ich davon? 3 Stück, okay. Noch eins. Oh, das ist praktisch. Wenn jetzt nur das dritte hier rumliegt, bin ich glücklich. Oh, das hier ist vielleicht Kernfusion. Ja, Kernreaktor. Schön. Oh, schön, haben wir das auch. Hier ist nichts mehr, nichts mehr, nichts mehr. Schön. Ich hatte auch die kleine Idee, überall so kleine Stationen aufzubauen. Damit ich Scannerräume aufstellen kann. Das wäre vielleicht auch sehr praktisch, aber unglaublich aufwendig. Ich glaube, die Seemotte muss mal repariert werden. Maybe. Ja, wäre ganz gut. 62% kann schnell weggehen. Okay, ich wollte es eigentlich reparieren und nicht einsteigen. Danke, Spiel. So, repariert. Ah, wie cool. Okay, wir machen uns langsam auf den Heimweg. Wir sind 600 Meter nordöstlich, also südwestlich entfernt von der Basis. Ich mache mir echt mal ein paar mehr Bojen, damit ich die aus- und einstellen kann. Das ist, glaube ich, ziemlich wichtig in dem Spiel. Oh Gott, hier ist ein riesiger Spalt. Auch etwas, wovor ich echt Angst habe hier. Dieses Spiel spielt allgemein sehr viel mit Ängsten. Was haben wir hier? Das ist Schrott. Salz. Oh Gott. Oh Gott, so ein Sandhai. Kurz erschreckt. Was ist das? Das sieht sehr hervorgehoben aus. Also die vier... Oh, hier sind Vulkane. Oh, hier kann man vielleicht Magnetit finden. Okay, wir gucken uns hier nochmal kurz um. Hier ist viel Eisenschrott. Rubine. Biene. Sandhaie. Not my favorite. Ich dachte gerade, das wäre ein Tier.
Nein, geh weg. Ich bin schneller als du, zum Glück. Aha. Wie schön. Ich liebe meinen Computer. Mehrere Sachen in Leviathan-Größe heißt einfach Riesenviecher. Was ist das bitte? Das ist doch auch nicht legit hier. Das muss irgend so eine Station sein wieder von den Aliens. Okay, sollte ich mir vielleicht mal merken hier. Wir sind... Das muss ich mir mal aufschreiben. 315 von der Basis entfernt in westlicher Richtung. Aber kein Magnetit. Schade. Eine Rubine. Viel zu viele Rubine. Ja, das Ding da ist wirklich merkwürdig. Hier muss irgendwas sein, was ich erforschen muss. Okay, da sind wir wieder zu Hause. Und mein System nervt mich wieder damit, dass ich was trinken soll. Dankeschön. Okay, wir haben diesen tiefen Pilz, den brauchen wir für die Säure. Die Zyklop, wo baut man die denn? Das würde ich mir sehr gerne angucken. Und den Reaktor haben wir auch. Okay, Leute, ich habe nicht gefunden, wo man Zyklop bauen kann. Ich denke einfach mal, dass es die mobile Fahrzeugstation ist. Die habe ich mir gerade extra wiedergeholt. Die schwammen immer noch bei unserer Rettungskapsel rum. Es ist zwar gerade Nacht. Ist es Nacht? Es sieht dunkel aus. Aber wir gucken uns das trotzdem an. Mal sehen, ob es da überhaupt findbar ist. Oh ja, das ist ein schöner Sonnenuntergang. So, mobile Fahrzeugstation. Fallen lassen? Ja. Okay. Und auspacken. Nee. Ja. Ja, so. Okay. Subi. Kann man hier jetzt die Klo bauen? Ja, kann man. Oh Gott. Okay, dafür... In erweiterten Kabelsatz habe ich... Blei habe ich, emailliertes Glas kann ich ganz schnell machen. Schmierstoff ist okay und Plastalbarren könnte etwas schwieriger werden. Ich hätte auch schon längst die Krebs bauen können, aber ich weiß nicht, was Aerogel ist. So eine Sache, die ich vielleicht übersehen habe. Und die Neptunsrettungs... Was? Oh, das sind die Baupläne zur Rettung. Oh, das muss ich auch mal bauen. Vielleicht hilft mir das in die Geschichte weiter. Okay, liebe Leute, das war's mit dieser Folge Subnautica. Da hinten ist ein Licht. Oh, das ist die alte Seemotte. Witzig, dass man das Licht von hier aus sieht. Die Arme. Die im Sand versunkene. Vielleicht kann ich das irgendwann mit der Schubkanone da rausholen. Naja. Wir wollten auf jeden Fall eigentlich noch die Rettungskapsel finden. Haben wir jetzt nicht getan. Dafür haben wir vieles andere gesehen. Die Scheinwerfer-Dinger sind echt seltsam von den Motten. Wir werden uns in der nächsten Folge auf jeden Fall zur Rettung der anderen Kapsel machen, hoffentlich Magnetit finden und vielleicht sogar die Zyklop bauen. Ich werde ein bisschen grinden, dann können wir es auch alles ganz easy machen. Okay, bis zum nächsten Mal und einen schönen Tag noch. Tschüssi!